Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Folge 232 von Simotrans ist auf dem Plan. Wir sind am Schauen, dass die Möbel fertig werden. Jetzt die Frage, was ist da, was ist nicht da, ne? Die haben noch nichts vor Ort, deswegen klappt das noch nicht. Aber es ist schon was unterwegs, Bretter sind unterwegs, Farben sind unterwegs, sollte also nicht so schwierig sein. Jetzt ist die Frage, wo das ist. Bretter kamen ja von da hinten. Also hier ist ja wohl noch nichts. Sand und Steine liegt zum Abholen da. Weiß auch gar nicht, wo wir jetzt die Linie hinter war. Hier eine, glaube ich, ne? Die von da nach da fährt. Eigentlich müssten die Bretter schon irgendwo hier unterwegs sein. War da? Ne, das war der Fischgrund. Eigentlich müsste der hier um die Ecke schleichen, ne? Aber das Boot steht noch hier als Boot, das Schiff. Knapp daneben ist auch vorbei, ne? Da müssen wir hin. Und dann nochmal dahin. Nutzholz geladen, nix. Gibt's einen Zug, der kommt? Da kommt ein Zug. Schüttgut hat der, da ist kein Nutzholz bei. Müsste dann ja hier irgendwo liegen. 140 Festmeter Bretter. Möbelfabrik aus Deutschland. Welcher Zug nimmt denn das mit? Was hat, kann der denn hier? Palettenstück gut. Da ist jetzt die Frage, wo das lang geht, ne? Ach so, hier ist noch ein Zug, aber der Verpackungshersteller, Stahl geladen, ne. Da muss ja irgendwann noch ein Zug kommen, der da durchfährt dann. Das ist ein Personenzug. Wie voll ist denn der überhaupt? Okay, ausgelastet, aber mit Sackpost. Der macht nur Post. Okay. Sehr interessant. Welcher Zug fährt denn da hinten hin, der das dann da abliefert? Wahrscheinlich diese hier, ne? Ne, der steht gut da drin, ne? Ach, der ist das. Ja, der wird lange warten, weil da jetzt gerade nichts passiert, ne? Ich glaube, wir müssen bei dem im Prinzip den Fahrplan ändern, aber nicht da, sondern da wahrscheinlich. Diese 100%, die behindern uns jetzt leider. Das wird dann schwierig. Können wir nur so gerade machen und dann gucken. Dann fahren aber alle drei Züge los, ne? Das sind dann natürlich Kosten, die etwas schwieriger sind. Nur er wird hier nichts transportieren, weil er ja das Holz da. Wenn ich den jetzt einzeln. Ach, eigentlich nicht. Linien sind immer wichtig, dass man Linien hat, ne? Fahrplan einmal auf, nicht möglich. Okay, der wartet noch auf die Änderung, leider. Und da dürfte es genauso sein. Ja, Simotrans kennt leider noch nicht den neuen Fahrplan, deswegen klappt das noch nicht. Die drei warten jetzt auf den Fahrplan. Auf den neuen Fahrplan. Ist nur die Frage, wann die das mitkriegen, ne? Ja. Wann fahren die los? Das ist die Frage. Das Zeug braucht gerade keiner.
Okay, auf dem Rückweg hat er nur 70 Posten, nicht 120 wie auf dem Hinweg. Passagiere warten hier ohne Ende. Jetzt ist die Frage, wie es da weitergeht. Wie kann ich den jetzt animieren, dass der fährt? Gute Frage, ne? Ach so. Ist ja hier schon offen. 280 Festmeter. Holz, gar kein Ding. Müsste nur einer abholen, ne? Und die fahren nicht. Tja. Da tut sich jetzt nichts. Wie kriege ich das hin, dass der trotzdem fährt? Doch hier 100% lassen? Ich glaube, wir lassen da 100%. Weil uns bringt das mit dem zweiten nicht weiter. Und dann müssen wir bei dem. Stopp. Oh, falsche Taste. So, bei dem den Fahrplan, ja, können wir jetzt auch nicht rein. Na super, das hat ja wieder gut geklappt, oder? Jetzt hilft uns das alle nicht, ne? Jetzt hilft uns nur eins, zwischenspeichern, oder? Machen wir mal die 32 Grad daraus. Ich glaube, das könnte dann da was passieren, dass wir da dran wieder kommen. Nochmal. Ja, jetzt geht das nämlich. Ja, wenn ich jetzt aber das ändere, kann ich nur neue Linie machen. Holz. Und da nehmen wir die 100% dann raus. Und los geht's. Und er hat jetzt die Linie Holz, weil die da ja anders ist und jetzt fährt er. Ich glaube, das war schon die richtige Entscheidung, das so zu machen, weil die beiden sollen nicht permanent fahren. Bin ich jetzt doof oder hat der tatsächlich Holz sowieso? Oh, der war jetzt gerade voll geworden. Da kamen gerade die Schiffe an, ne? Hat ja gut geklappt. Naja, dann ist das so. Aber der soll sowieso immer fahren, oder? Weil der muss es ja hin und her bringen. Wie viel liegt denn jetzt hier auf dem Bahnsteig, hätte ich gesagt. Ja doch, ist auf dem Bahnsteig. Post. 570 sind da noch Festmeter Holz. Der kann also noch wenigstens zweimal fahren. So. Farben, achso, Chemiewerk war da hinten. Da will ich jetzt auch nochmal gucken, wie weit da schon das ganze Werk läuft hier. Das war Chemiewerk, oder? Knopf daneben ist auch vorbei. Obst, Farben, Farben, Farben. Für die Möbelfabrik hier 430 Tonnen. Paletten, nicht Tonnen. Ah, wieder die falsche Taste. Ist der da unten das, der da gerade losfährt und da Farben dabei hat? Nee. Also ich tippe mal drauf, dass der hier hinfährt. Irgendwo. Ah, okay, der könnte es gewesen sein. Der hat da Obst, aber da ist der nicht zu Ende gewesen. Ah, okay, an der Mine geht nichts, das ist aber nicht schlimm. Ich habe jetzt die Vermutung, dass hier irgendwo unsere Farben liegen. Nee, Verpackungsmittel. Oder sind die schon hier lang gekommen? Nee. Ist die Frage, welche Wege fährt die Farbe? Fährt das doch da lang? Nee, das ist falsch. Also schon richtig alles hier, aber
kommen die Farben hier rüber. Verpackung. Ist die Frage, wo die jetzt lang gehen, ne? Da ist Post. Passagier, da liegt nichts. Ne, wir müssen mal gucken, wo der da lang fährt. Wer nimmt das mit, ist die Frage. Das war wieder Mineralöl geladen, okay. Da kommt einer mit Schüttgut. So. Der ist ja hier offen. 570 Paletten sind da offen. So, da kommt ein Mischzug. Ja, der hat einiges eingeladen, aber ich glaube keine Paletten für. Der kann auf jeden Fall sowas machen. Hat aber nicht gemacht. Der hat auch Stückgut. Und das sind beides die gleichen Linien. Okay. Der hat Stückgut, also kann er nicht. Der hat Obst geladen. Na, der fährt auch wieder weg. Wer macht das hier? Die beiden fahren über die halbe Karte. Wer ist das? Ah, der bringt zum Baustofflager die Farben. Da ist noch mehr gekommen. Also der kann auch, aber noch Museumszug, ne? Wie der Michael sagen würde. Müssen wir auch mal ändern. Hier muss noch elektrifiziert werden, auch noch. Wo ist der Strom da? So. ...680. Kommt da noch einer rein? Der hatte Schüttgut. Da kommt jetzt einer, der nicht Schüttgut hat. Der hat wieder Farben für ein Baustofflager. Und da sind fürs Baustofflager 613 Farben und die werden immer munter weiter produziert. Das ist die Frage, ob unsere Warteschlange bei dem Zug ist, ne? Dann wird das nämlich nichts mehr. So, das war der. Obst. Verpackungsmittel hat der. Achso, der ist noch auf dem Hinweg. Der hat auch wieder Obst. Ja, wahrscheinlich gibt es einen Weg, aber nicht genügend Züge, kann das sein. So, der da unten fährt. Baustofflagerfarben. Und die werden immer mehr. Schwieriges Unterfangen. Ich glaube, wir gehen mal auf die Linie Stückgut. Wo ist das Depot da? Hier wollen wir mal hin. Geschwindigkeit 160. 200 kann der. 150.
Das kann die sortieren nach. Können wir das irgendwo? Kosteneinheit, Maximalgeschwindigkeit, Leistung, Gewicht, Einführung. Das heißt, der hier hinten ist. Januar 1990 und der ist halt 1940. Gut, das heißt, dieses ist die beste Lok zurzeit oder die letzte Lok zurzeit, die auch 344 effektiv beladen, fahren kann. Und da brauchen wir jetzt für Farben. Einen Zug. Also wie es aussieht, ist der beste, oder? 54 Paletten. Was machen wir? Sechser oder Fünfer? Mal kopieren, aber da müssen wir erst noch hier Stück gut haben. Machen wir zwei. Kopieren, starten, starten. So, jetzt müssen wir gucken, wo der lang kommt und da kann auch den anderen dann ablösen. Ne? Wir sind schon daneben. Vielleicht sagt er uns irgendwann, er findet keinen Weg mehr, dann liegt es daran, dass wir keine Oberleitung haben. 324 Paletten und er hat 140. Er ist gerade leer, das heißt, nicht laden. Statist, nee, also Details ausmustern. Wir haben ja die anderen beiden jetzt da drauf laufen. So, dann muss man gucken, was die beiden machen. Eigentlich müssten die schneller das wegkriegen, ne? Auf jeden Fall die Farben für den Baustofflager. So, jetzt hat der zweite das auch geholt. Boah, die sind schon wieder mit 675 da, Alter, ey. Einmal 77. Ja, jetzt geht da nicht mehr so viel hoch beim Farben für das Ding ins Baustofflager. Es könnte sein, dass wir jetzt gleich. Aha, jetzt sind die Farben weg. Jetzt holt er Verpackungsmittel. Alles klar. Wenn das unser Zug ist, dann ist das richtig geil, weil jetzt müssen wir die Verpackungsmittel noch wegwerfen. Und das sind 5300. Ich glaube, wir kriegen gerade keinen Grund da rein, ne? Kann das sein? Ja, das bedeutet, da lohnt sich ein dritter Zug, oder wie? Der. Stück gut. Und starten. Der muss jetzt hier rauskommen, oder? Das ist der dritte jetzt. Obst wird hier nicht weggenommen und die anderen Möbelverbuch ist schon oben und die Farben Verpackungshersteller, weiß ich nicht, ob die transportiert werden, Verpackungsfarben. Die Frage. Ich glaube, der hätte noch einen mehr haben können, Anhänger. Shit, aber egal. Überfüllt, aber hier wird's jetzt tatsächlich auch nicht gerade weniger, ne, oder? Okay.
Fahr den nochmal zum Depot, da hänge ich noch einen dran. Ne? Und jetzt kopieren wir den nochmal und starten beide. Und da ist er. Da kommt der zweite dann noch raus. Da ist er. So. Überall steht Verpackungsmittel. Ist irgendwo ein Stau. Und fährt jetzt der Dingens da, der Güterzug da. Ah, jetzt geht's dann voran. Oh, das ist jetzt nicht so dolle gewesen. Alle vier haben jetzt nichts zu transportieren, oder wie sehe ich das? Aber die stehen natürlich hier auf Strecke. Ah, hier ist ein bisschen schwierig mit. Verpackung da unten. 3857. Das sind schon mal weniger geworden und es wird auch nicht mehr. Bretter für Möbelfabrik. Jetzt müssen erst die weg. Baustofflager will jetzt auch wieder, aber die sind hinten dran, da würde ich sagen, oder? Das passt auf jeden Fall soweit. 2,4 sind hier nur noch. Also die Farben für Gerätemaschinen, Verpackungsmittel für Gerätemaschinenbau, da ist gleich irgendwann weg. Ich hoffe, dass wir dann hier sehen, dass die Möbelbude Farbe kriegt. Ja, komm schon. Das ist ja schwierig da, ne? Ich glaube, wir müssen irgendwo noch ein zweites Gleis reinbauen, dass das besser fluppt. Jetzt sind die Paletten gleich weg. 1360, hier muss gleich was passieren. Will ich hoffen. Unten ist weg. Aber die 1360 Farben bewegen sich gerade nicht, oder? Ah. Ist nicht auf der Linie. Ist nicht auf der Linie. Irgendwas passt jetzt da unten auch nicht. Sag jetzt nicht, es ist doch die Obstlinie, die das transportiert. Das war falsch. Die haben jetzt Obst hier drin, ne? Der bringt die Farben zum Baustofflager, der wartet. Wo bringt der das Obst hin? Ach, der ist unterwegs irgendwo, okay. Jetzt ist die Frage. Das bedeutet, er hier. Ich mal auf den. Welcher Zug ist denn das? GZ3 Waren. GZ3 Waren. Da ist er. Und. Fertig. Wer war das jetzt? Stück gut, der hier unten.
So, der fährt dann mal gerade das andere wieder an. Da lang bitte. Damit der frei wird, der Bahnhof. Und der steht auch da drinnen. Den machen wir jetzt auch gerade einen weiter erstmal. Damit er auch frei wird. Wann fährt der? Da ist Platz. Den wollen wir natürlich zum Schirmier wegsetzen. Der ist nicht derjenige, der es blockiert, sondern der ist derjenige, der es blockiert. Nee. Quack. Es muss noch ein anderer sein. Der hier ist es. Okay. Ja, dann haben wir den richtigen erwischt. Der bringt das Obst dahin. Der fährt durch, der hält da an, das ist okay. Der ist auch weg. So, jetzt hat er da unten das Obst eingepackt. Und Obst sind noch 162. Das bedeutet, der nächste, der eigentlich kommt, der fährt durch. Wo steht denn der jetzt? Wo steht der? Da. Warum steht er da? Zack. Ja, gestaltet sich gerade schwierig, oder? Er wartet hier auf Palettenfarbe. Wenn der gleich fährt, dann kriegt er auch nochmal eine andere Linie. Die Stückgut braucht doch nicht so viel. Also der hat eine ganze Weile lang so viel gebraucht, aber der war auch nur mit einem Zug unterwegs. Da machen wir dann zwei drauf, das reicht. Jetzt wird ja hier auch der Durchfahrt, die Durchfahrt blockiert. So ein Unglück, ne? Der ist aber gleich... Ja, gleich ist gut, ne? Er hat keinen Sinn, lassen so fahren. Damit er da rauskommt erstmal. Damit der Bahnhof nicht blockiert ist. So, 324 Tonnen Obst. So, schneller. Obst. Stopp. Der kriegt jetzt einen anderen Fahrplan. GZ3 Ware. Soll der auch machen. Okay. So. Da unten ist Obst, der steht jetzt und lädt nicht.
Das bedeutet, die Farben werden nicht durch diesen Zug und nicht durch diesen Zug transportiert. Oder wie sehe ich das? Aber wieso liegt am Bahnhof etwas, was nicht wegtransportiert wird? Oh Mann. Okay, ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge. Da müssen wir gucken, wo die Farben bleiben. Was mich jetzt gerade noch schnell interessiert ist... Nee, das war verkehrt. Was, die Möbelbude, hat die das Dingens gekriegt? Was war da die Farben? Komm nicht an, aber das Holz müsste ja angekommen sein, ne? Nee. Sieht auch noch nicht so aus. Die liegen auch noch irgendwo zwischen. Okay, dafür... Darum müssen wir uns in der nächsten Folge kümmern. Findet keinen Weg mehr. Findet keinen Weg mehr. Okay, auch das müssen wir in der nächsten Folge dann gucken, dass die Züge wieder fahren können. Keine Ahnung, wann das nicht klappt. Da müssen wir gucken, ob Oberleitungen da sind. Vielleicht ist da das Problem. Aber eigentlich sollte das doch bis dahin klappen, oder? Naja, wir werden sehen. Dann würde ich mal sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und gerne auch das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.